Ja, ich bin der Dimitri. Ich bin von den Bensberger Tukanen. Ich bin eigentlich nicht in der Gemeinde, aber ich finde Pfadfinder cool. Und deswegen gehe ich auch zu den Pfadfindern, ja. Ja, mir gefällt es hier sehr gut. Also das Wetter ist top, die Leute sind cool und alles andere auch. Das Ganze läuft parallel mit den Gedanken, die Jesus an die Gemeinde hat. Jesus möchte auch diese Unterschiede, die wir als Menschen setzen, einfach ausblenden und möchte jedem Einzelnen sagen, du bist Kind Gottes. Wenn wir diese beiden Gedanken nebeneinander setzen, haben wir mit der Pfadfinderarbeit eine große Chance, Leute erstens sich selbst wahrnehmen zu lassen und zweitens wahrnehmen zu lassen, dass sie Menschen sind, die von Gott geliebt sind. Da war ich, glaube ich, 8 oder 9 und ein Freund von mir ist auch zu den Pfadfindern gegangen und dann hat sich das halt irgendwie so entwickelt. 22, die Bildung von euch. Noch so wirklich mit Bibel lesen oder so ist noch nicht so, aber kommt mir schon näher. Beten und so ist schon. Ich denke, die Pfadfinderarbeit sollte noch weiter gefördert werden. Dahingehend vielleicht, dass man dort, wo keine Pfadfinderarbeit ist, Möglichkeiten schafft, dass Pfadfinderarbeit entstehen kann. Aber auch dahingehend, dass die Pfadfinderarbeit dort, wo sie schon existiert, unterstützt wird und gefördert wird. Eine bessere Ausbildung der Leiter. Und zwar nicht bloß im Blick auf Pfadfinderwissen, sondern auch im Blick auf Sozialverhalten, im Blick auf Möglichkeit zu unterrichten, im Blick auf Seelsorge, damit die Kinder, die dort in der Pfadfindergruppe sind, nicht einfach bloß Pfadfinderwissen haben, sondern wirklich echtes Sozialverhalten haben.